Let's go, Perplex. Bei Plexi weiß ich noch, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich glaube, Plexi, da hat sich Julian richtig verliebt. Das war ganz merkwürdig mit Plex. Ich glaube, Julian war am Anfang so richtig verliebt in den Boy und es hat dann aber auch recht schnell wieder komplett nachgelassen. Ne? Aber ich glaube, am Anfang hat er den echt in die Höhe gepusht und hat den echt gefeiert. Ich glaube, weil so dieses Kollegah-ähnliche Vergleichen mit Vergleichen um sich werfen und so, das hat er übel gefeiert. Ich weiß noch, dass Plexi als voll der Favorit da reinkam, zumindest aus Julians Sicht. Wie das bei den Zuschauern ankam, weiß ich nicht mehr so genau. Aber wir gehen mal rein. Plexi, Alter. Ich glaube, Plex war später auch gar nicht mehr so ein Thema. Ne? Der hat dann auch gar nicht mehr mitgemacht oder wurde nicht angenommen. Das weiß ich nicht mehr. Heute aber, später dann als Jack von Crack erfolgreich geworden. Mittlerweile macht er, glaube ich, beides so ein bisschen, Jack von Crack und Plex, ne? Irgendwie so ein ambivalentes Ding irgendwie. Ja, Jack von Crack feiere ich zum Beispiel nicht so vom Stimmeinsatz, einfach ist eine Geschmackssache. Ich mag dieses sehr tiefe, keine Ahnung, finde ich anstrengend zu hören. Aber mit Plex zum Beispiel immer cool gewesen. Also schon im JBB 2013 haben wir uns dann irgendwann connected und war immer ein super sympathischer Dude bis heute. Ein super sympathischer, da kann ich gar nichts Schlechtes sagen. Viele lustige WhatsApp-Nachrichten damals verschickt, dann war so ein paar Jahre Ruhe. Mittlerweile beschränkt sich das Ganze immer so ein bisschen auf, ich glaube, wir haben uns auch im WhatsApp, schreiben aber auch, wenn dann, meistens über Insta irgendwie, wenn es irgendwas Lustiges gibt. Also, Liebe geht raus, Grüße an Plexi, damals sympathisch, heute sympathisch, kann man nicht meckern, Knutscher aufs Bäckchen, let's go. Willkommen beim JBB, dieses Battle, wo wir wieder viele Opfer sehen, yeah. Ich zeige Julian den Tittenknebelgriff und dann komm ich auf seinen Mund, so wie ein Lippenpflegestift. Also für damalige Verhältnisse, ich weiß es nicht, dann gab es ja die Vorwürfe, da ist viel geklaut oder so, ne? Ich glaube, das war auch in dieser, die schlechtesten Deutschrap-Lines, war doch Plex auch viel mit drin wegen irgendwelchen Bytes, ne? Ich kann gar nicht mehr wiedergeben, was davon jetzt gebytet war. Ich nehme es jetzt mal so hin, als wäre da nichts irgendwie inspiriert worden, weil ich es damals auch nicht wusste. Und ist natürlich ein krasser Reim. Was soll man da sagen? Ne? Aber von der Quali ganz schön laut und viel Raumanteil hört man da auf jeden Fall. Zeige Julian den Tittenknebelgriff und dann komme ich auf seinen Mund, so wie ein Lippenpflegestift. Ja, Tittenknebelgriff. Ist auch ein geiles Wort einfach, oder? Der Tittenknebelgriff. Geiles Wort. Muss erst mal drauf kommen. Und dein Lippenpflegestift. Nice, Digga, nice. Also Julian, gib mal besser Acht, so wie beim Mau Mau zocken. Sonst werde ich dich mit meinen Faustknochen ausnocken, blauboxen. Ja, aber da ist ja klar, dass sich Julian da verliebt, ne? Ein Technikfreak. Ich wollte ja auch mit Technik überzeugen. Mir ist es nicht so gut gelungen. Warum, erzähle ich dann noch, wenn die Runde ist. Ich gucke sie mir auch ungern an, habe schon ein bisschen Angst vor meiner Quali, aber da müssen wir durch. Ja, aber das ist natürlich, ne? Da ist Julian natürlich ein Herz aufgegangen. So wie beim Mau Mau zocken. Sonst werde ich dich mit meinen Faustknochen ausnocken, blauboxen. Deine Mom ist Horn. Die Sau. Analyse, das hast du doch von Orgi geklaut. Und die Perle auf dem Cover sieht im Face aus wie ein dummer Spaten. Edit Olivia Jones, nur mit krummer Nase. Das ist auch krass, ne? Er wurde auch gut reingebracht. Ich meine, wenn man sich überlegt, erst waren diese Hall of Shame-Kandidaten, die man sowieso nicht ernst nehmen kann, so, ne? Sind halt lustige Runden. Danach kommt Green, der halt einen Schrotttext hat, aber halt geil musikalisch ist. Und dann kommt halt ein Plexi mit echt krassen, stabilen Reimen und so. Aber krass. Vielleicht war das auch der Grund, warum Julian ihn so krass gelobt hat, weil guck mal, der kam nicht gut an. Der kam echt, wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, der wurde da direkt gefeiert, weil es irgendwie so diesen typischen Geschmack halt trifft. Aber krass, okay, es kam eher schlechter an. Wir gehen weiter rein. Immer Lappen, alles Lappen, das ist klar, wie immer. Beim JBB mehr Lappen als in meinem Badezimmer. Ich lasse Julian meinen dicken Lümmel kauen und dann drück ich auf seiner hohen Stirn ein paar Kippenstümmel aus, yeah. Also saubere Reime, Digga. Dicken Lümmel aus, Kippelstümmel aus oder so. Nee, dicken Lümmel raus, Kippenstümmel aus. Ja, sind doch coole Wörter einfach, ne? So Kippenstümmel. Ja, das ist nice. Einmal John Player oder Westkippen. Ich werde dich mit meinem Text bitter wegficken. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist. Ja, es ist halt leider voll kacke gemischt, ne? Die Stimme ist viel zu laut, Digga. Ne? Also es ist ja meistens so, wenn du so Two-Tracks mischt, also Two-Tracks heißt quasi, ja, einen fertig ausproduzierten Beat, auf dem du dann rappst, wenn du die Einzelspur nicht hast, ne? Die von den einzelnen Instrumenten, dann endet es oft so, dass die Stimme auf dem Beat liegt, weil du halt nicht viele Möglichkeiten hast, um die Stimme ja in den Beat
zu bekommen, so dass es immer leicht drauf liegt, weil lieber liegt es leicht drauf als leicht runter, wegen der Verständlichkeit und so. Du kannst natürlich rumtricksen, ein bisschen Frequenzen versuchen, irgendwie aus der Mitte rauszuziehen oder ja, stark komprimieren und mit Reverb irgendwie so ein bisschen das Ganze, man sagt Glue, also geschmeidiger zusammenzukleben sozusagen. Ja, aber das ist natürlich hier komplett, komplett übertrieben. Viel zu laute Stimme. Das macht es natürlich sehr anstrengend und klingt da nicht so gut. Den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre. Falls das nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist. Den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre. Falls das nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Ja, aber Plex scheint auch selbst ein krasser Kollege-Fan gewesen zu sein, ne? Also man hört's raus. Hab aber selber mit ihm nie darüber gesprochen. Ich habe auch erst wirklich durch die schlechtesten Deutschrap-Lines mitbekommen, dass da anscheinend so viele Lines gebeitet waren. Also ich hab das beim originalen Hören damals null gecheckt. Ich weiß, ich bin abgehoben, so wie eine Brieftaube. Aber Julian hat doch ab und zu ein Schielauge, mit dem er manchmal an der Linse vorbeischaut. Wer deine Seite hackte, finde es gleich raus. Ich bin der Typ, der deine Facebook-Page geknackt hat, als wäre sie ein Wertschutz-Safe. Aber irgendwie, also ich mag den Stimmeinsatz. Ich feiere das. Wenn es besser gemischt wäre, ich würde es feiern. Oder ich feiere es. Ja, also ich feiere also dieses leicht geisteskranke. Ich bin der, der deine Facebook-Page. Ich feiere das. Ja, ich finde das nice. Mal an der Linse vorbeischaut. Wer deine Seite hackte, finde es gleich raus. Ich bin der Typ, der deine Facebook-Page geknackt hat, als wäre sie ein Wertschutz-Safe. Geh doch nochmal aufs Bushido-Konzert mit deiner Freundin. Vielleicht schließt er sie in sein Herz. Ich chillte letztens mit der Bitch in meiner Sitzecke. Die Alte hat ja mehr Kurven als eine Driftstrecke. Und auch nice, Digga. Sitzecke, Driftstrecke. Nice Reime, Digga, ne? Was will man sagen? Mit der Bitch in meiner Sitzecke. Die Alte hat ja mehr Kurven als eine Driftstrecke. Und sie stinkt aus der Fresse nach nasser Arschritze. Ich werde sie nicht ficken, ihr nur auf dem Bart wichsen. Du redest. Aber ich feiere die Quali, muss ich sagen, bis heute. Ja, geile Quali, nicer Humor. Und was ich bei ihm auch mag, ist, dass der Flow so, man kann dem gut folgen. Wenn er schon so mit Vergleichen und krassen Reimen um die Ecke kommt, dann finde ich das immer nicht so zuträglich, wenn du so extrem kompliziert flowst. So. Das finde ich anstrengend. Ich finde, bei ihm ist so, man kann ihm gut folgen. Ich hätte halt die Mische, die Mische hat ein bisschen genervt, ne? Von Hollywood Hank, die Bartwichser, okay. Ja, krass. Ne? Mit was mischst du deine Songs mit Cubase? Nach nasser Arschritze. Ich werde sie nicht ficken, ihr nur auf dem Bart wichsen. Du redest von Koks, aber ziehst niemals ne Nase. Fürs Interview hast du bei Kaliber geblasen. Noch Kaliber, Alligator, ne? Stimmt, der hat ja ein Interview. Aber ziehst niemals ne Nase. Fürs Interview hast du bei Kaliber geblasen. Noch eine Zeile, dann ist Schluss mit dem Unsinn. Nimmst du meine Quali nicht, muss ich dich umbringen. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist, den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre. Falls das nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Dieser Julian, der macht wieder diesen Mist, den er Battle nennt und jetzt wird er mies gefickt. Ich fühl mich super, wenn ich je nach den Applaus höre. Falls das nicht vor die Hunde geht, so wie Maulkörbe. Ich fand die Quali nice. Ja, ich fand die Quali geil so. Ich feier das. Wie gesagt, Mische Dreck. Mische ist leider Müll so. Video, ja, ist mir sowieso mal egal. Da werdet ihr von mir wahrscheinlich nie viel hören, außer es ist kompletter Schrott oder mega geil. Ansonsten sind mir die Videos halt eigentlich immer recht wang gewesen. Ich fand die Quali nice so. Ich feiere die heute. Kam nicht so gut an offensichtlich. Julian, glaube ich, würde ihn jetzt in den Himmel loben, wie ich mich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da gehen wir jetzt doch gleich rein.